Hallo, herzlich willkommen zurück. Hier ist der Spielhorst. Wir spielen heute wieder ganz gemütlich eine neue Folge World of Warcraft Shadowlands. In dieser Folge werde ich LFR, also Looking for Raid, starten. Ich bin gespannt, ob das alles so funktioniert, ganz gemütlich als Tank. Wenn es euch gefällt, dann lasst doch ein Abo da. Ja, Freunde, wie ihr seht, der Spielhorst sieht etwas anders aus. Wir haben inzwischen eine Gegenstandsstufe von 171 erreicht. Und ich habe in den letzten Stunden einiges gemacht, was ich euch jetzt gerne erzählen möchte. Und zwar habe ich mir eine Gilde gesucht. Das ist der Council of Switzerland. Dann habe ich die Pack-Kampagne weitergemacht. Ich bin jetzt beim Kapitel 8 von 9 angekommen. Und Ruhmstufe, ich glaube, wir sind auf 20 oder 21. Die nächste für die Kampagne ist die 22. Ich habe gefarmt, ich habe geangelt, ich habe gekocht, ich habe Weltquests gemacht und ich bin HC-Inis gelaufen. Das alles, um jetzt die Gegenstandsstufe von 170 zu erreichen, weil mit 170 Das ist kommen zu wir weit ins entfernt. LFR. Das heißt, wir gehen in den LFR, ist ja der Schlachtzug, oder? Das heißt, in den Instanzen waren wir immer in den Dungeons, sind wir immer zu viert gewesen, zu mir zusätzlich. Und jetzt sind wir zu 20 insgesamt, wenn ich richtig informiert bin. Ich melde mich einfach mal an, und zwar als Tank für alle drei Flügel. Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet, habe nichts gelesen, keine Videos geschaut. Ihr macht das zu schnell, okay. Okay, ich kann mich wohl nur für den ersten und zweiten anmelden. Doch, auch für den dritten. Ich muss Und jetzt näher schauen wir ran. mal, was. Auf jeden Fall habe ich hier schon einiges verkauft. Ihr seht das Gold. Das wächst auch, so mit der Zeit. Und das, was nicht verkauft, ist das. Nehmen wir direkt zurück und stellen es erneut ein. So, ich habe mir auch das Add-on Deadly Boss Mods geladen für den Raid Angebot für und euch. zusätzlich das Auktionier-Add-on, dass wir mal schauen können, wo können wir vielleicht Deals machen, wie sind die Gegenstände gehandelt. Ja, ihr seht's, jetzt geht's schon los. Ich würde kurz noch den Scan abwarten vom Auktionshaus. Es sind sicher um die 3, 26.000, 27.000 Items. Und das ist gleich zu Ende. Einmal läuft es da durch, die Statistiken voll machen. Und dann sind wir parat. Ja, durch das Deadly Boss Mod sehen wir hier auch den Timer runterlaufen. Wir haben noch 10 Sekunden Zeit und betreten jetzt einfach mal. Kann ich euch vielleicht für unsere Ratenzahlungen interessieren? Ein Heiler fehlt noch. Gut, los geht's. So, wie gesagt, Leute, ich bin zum ersten Mal hier. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir sind. Ah, da vorne ist schon einer. Stimmt euch ab, um die Effekte des Bisses zu bewältigen. Er weiß, die Zeit läuft uns davon. Mit jedem Moment wächst die Macht des Kerkermeisters. Der Animastrom in den Schlund muss versiegen. Ah, okay, beim ohrenbetäubenden Schrei nicht ins Blickfeld gehen. Denatrius ist hier im Vorteil. Er wird all seine List gegen uns Vermeidet einsetzen. Echosonar, wenn Blutverhüllung aktiv ist. Okay, und schröpfender Biss, was ist das? Oh, 10 Anwendungen von geschröpft. Also wahrscheinlich abspotten nach dem schröpfenden Biss. Aber, hä, hier sollte doch gerade ein Boss sein. Okay, die wissen das wahrscheinlich besser als ich und gehen direkt hier neben rein. So, der andere Tank fragt mich gerade, ob ich Skies geschaut habe.
Was ist mit Schrillschwinge? Machen wir scheinbar nicht. Oder dann wäre das der nächste. Gezackte Klauen. Ah, den gibt's nicht. Dann ist die Frage, ob es den Jäger gibt. Minimiert den durch Seele ausreißen, erlittenen Schaden, okay. Ah, das ist interessant hier. Mega, okay. Der Zwinger ist für die Jagdmeute des Meisters. Er hält sie hoch. Lasst okay. Die Hunde los! Setzt der Grausamkeit des Hundemeisters ein Ende. Dann können wir tief in das Schloss gehen. So, also wir kloppen hier noch so ein bisschen Trash-Mobs. Und hier müsste jetzt irgendwann der Jäger kommen. Ich kann eure Angst riechen. Okay. Margor, zu mir! Machen wir so einen Ready-Check. Bereit. Boah, da ist nichts mit Antanken. Einfach da tanken, okay. Ich soll den abspotten, ich habe es gemacht. Das heißt, wir machen jetzt einen Tankwechsel, hier die Tankrotation. Das habe ich auch so drauf, geht von aus. Zwei Stapel, ich glaube, das geht noch gut. Aber wir machen hier gerade wieder Tankrotation. Der Stapel, der macht mir Schaden. Ich habe genug Bolzen für alle. Nehmen wir mal Fleischformung. Absorbieren wir was. Besser ausgeben können. Nicht
Jetzt bin ich irgendwie krass getroppt. Keine Ahnung wieso, weshalb. Ziehen wir mal einen Cooldown. Okay, jetzt droppt mir die ganze Gruppe. Da muss ich mal schauen, wie ich jetzt hier durch die... Das ist irgendwie jetzt eine komische Phase. Das hat ja auch noch nicht die ganze Gruppe droppt. Ich schaue, dass ich jetzt ziehe, was ich kann. Auf diesem Bolzen steht euer Name. Das ist jetzt so ein Dogfight, oder? Ihr seid dabei, ihr seid hier live dabei. Ich bin auch zum ersten Mal hier. Wenn ihr seht, dass ich irgendwie krasse Fehler mache oder so, dann sagt einfach Bescheid, ja. Ich habe genug Bolzen für alle. Ich sehe noch, mir fehlt irgendwie die Wut fürs Eisenfell. Jetzt wird wieder ein Kampfrausch gezogen, okay. Ich muss echt so ein bisschen auf mein Leben aufpassen hier. Ich fehle mir immer nach, meint der andere Tank. Hekotis, zerschmettere die Knochen. Geht nicht, der castet. Ich habe genug Bolzen für alle. Hekotis, zerschmettere die Knochen. Gut, das heißt, dann müssen wir den Boss immer zum Mund ziehen. Nichts entgeht dir. Hekotis, zerschmettere die Knochen. So, jetzt ziehe ich meine Fleischformung. Und jetzt Schwarm dahinter. Mein Schatz! Nein! Was für Bolzen der da verschießt. Nichts entgeht mir. Oh, guck mal. Ruhmstufe und so eine Erinnerung, okay. Geil. Und wir sind irgendwie Ruhmstufe 22 aufgestiegen. Das ist doch super. Hey Leute, zum ersten Mal LFR, zum ersten Mal einen Boss gemacht und direkt hier was bekommen. Geil, oder? Hä? Und so ein bisschen Anima-Zeug auch noch. Geil. Hä, was ist hier jetzt? Der Weg vor euch ist voller Gefahren, aber wir müssen den Anima-Vorrat erreichen. Ja, ich bin ja natürlich auch im engen Austausch mit dem Tank, oder? Ah, gut. Und jetzt könnte ich mir eigentlich auch einen Leggy kaufen oder machen lassen oder so. Sind wir beim hungernden Zerstörer angekommen. Welcher ist das? Ist der da? Wachsenden Hunger. Acht Prozent erhöht, okay. Gut. Passt. Ah, das heißt, jetzt müssen wir wieder gegenseitig abspotten, so wie wir das gerade schon gemacht haben mit den Stacks oder von den Hunden.
Ich weiß natürlich, ich habe ne, keinen Plan, wo wir hier hin müssen und so. Außer, dass wir da Richtung Boss gehen. Ein Verschlinger! Hier! Einen so großen habe ich noch nie gesehen! Oh, okay, jetzt haben wir hier Trash Mobs. Denkt man hier mal so ein bisschen mit, einfach so. Ein bisschen ein paar AE-Skills. Dann kommt das schon gut. Das wird getrennt, der Tank, keine Ahnung. Ist die Frage, ob wir hier jetzt alles clearen müssen oder da einfach rüberlaufen. Aber einer von den DDs wird schon pullen, wenn es zu langsam dauert, ja, wenn es zu lang dauert, manch. Gibt's auf jeden Fall viele Trash-Mobs. Check. Komm, gib mir einen Bulltimer. 3, 2, 1. Ja, das haut schon ein bisschen rein, das Überwältigen. 3, 2, 1. Ich ziehe Fleischformung. 3, 2, 1. Jetzt hängt der andere, oder? 2, 1. Ja. Three, two, one. Kurz voll geheilt. Ja, das ist hier jetzt schon ein bisschen stressiger. Das habe ich jetzt fast umsonst gezogen, würde ich sagen. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Jetzt muss ich laufen, okay. Habe ich das geschafft? 3, 2, 1. Ja, das Überwältigen ist halt so ein Skill, den er macht, und ja, das ist halt. Gegenheilen, klar. Eine Baumrinde, dann macht mir das auch nicht mehr viel. Und jetzt sollte der doch gleich liegen. 2, 1. Ja, der macht mir gar nichts. Wahrscheinlich ausgewichen oder. 3, 2. Ich nehme eine Fleischformung. Das läuft einfach, oder? 1, 3.
2, 1. Ja, jetzt habe ich mal ein paar mehr. Ne, habe ich nicht. Ist schon wieder weggesteckt. Jetzt geht da die Bombe hoch. Einfach mal ein bisschen mit. Es ist eigentlich gar nicht so schlimm jetzt hier mit dem Equip, finde ich. Läuft. Und ein Item haben wir auch bekommen. Wow, 100. Ja, okay. Ich habe schon die andere Brust. Aber lass mal gucken, wie die aussieht. Ah, nee. Okay. Mach mal nachher irgendwann mal. Oder wir können ja so gucken. Ja, ich finde die jetzt besser. So, jetzt Lady. Leute, ich lasse euch einfach dran, das machen wir jetzt ungeschnitten hier. Ändern sich eure Aufgabe, okay. Zu entfernen, okay, bevor Gesinnungswandel ausläuft. Okay, Verbündete. Schaden, entblößte Begierde, okay. Was soll ich da jetzt machen? DBM-Schrei, der hat ja eben auch geklappt, genau. Hier liegt es an den DDs, also Leute, wenn ihr zuguckt und wenn ihr DD seid, gute DDs, mit guten DDs spiele ich immer sehr gern, die auch mal kicken und die auch mal auf Ads gehen und so, die quasi machen, was sie sollen, oder? Wenn ihr hier auch mal mitspielen wollt, oder? Wenn ihr Mitglied werden wollt in der Gilde Council of Switzerland, wir nehmen nicht nur Schweizer auf, ich bin ja auch kein Schweizer, dann einfach in die Kommentare schreiben, einfach melden, dann geht das schon. Oder wenn ihr auch einfach mal mit eurem Twink hier LFR laufen wollt oder sowas. Oder mal eine HC oder eine, ja, jetzt bin ich fast für mythisch parat. Oder wenn ihr mal einen Tank braucht für eine mythische Instanz, einfach melden. Machen wir zusammen, ich helfe da gern. Aber Bedingungen gemütlich, ja. Schön gemütlich, kein Stress. Dann geht es schon. Und ich kriege jetzt immer besseres Equipment, da fällt es mir dann auch leichter, Akku zu halten und so weiter. So, dann würde ich sagen, müssen wir daher schon parat. Atreus hat Revendreth verraten, indem er diese Anima in den Schlund entfesselt hat. Das erkennt sicher auch ihr, Speichelnacken. Ja, alle sind bereit, bis auf der Todesritter da, der Azarel. Eine Zukunft, die keinen Platz für Verräter wie euch hat. The car.
verarztet einiges. Höchste Begierden, jetzt spotten. Okay, dann spotten wir doch mal, oder? Okay, jetzt die Absorption vorbei. Jetzt habe ich einen Stapel bezahlte Begierden. Zwei Stapel, okay. Okay. Gut, jetzt sind die Stapel wieder weg. BBM hat nichts gesagt, spotten oder so. Jetzt. Ich hab gespottet. Jetzt verziehen wir mal das hier. Ja, die Heilung war leider jetzt nicht so optimal gesetzt. Aber jetzt geht es mir hier langsam ans Eingemachte. Ich ziehe meine Fleischformung. Weil jetzt habe ich wieder die Stapel drauf. Okay, die Stapel ist jetzt abgelaufen. Jetzt habe ich den Boss wieder. Jetzt heilen wir mit. Es wird Zeit. Wahrscheinlich, weil der Damage wieder da gerade neben mir stand. Jetzt hat er schon wieder übernommen, oder? Ja. So, jetzt haben wir die Stacks drauf. Gehen wir mal in Berserker. Müsste ich eigentlich gleich wieder spotten, oder? Ja, ich spotte und ziehe mal eine Eisenborke. Oder eine Bärenhaut, oder was ist das? Eine Baumrinde, genau. Halten wir mal ein bisschen mit hier. Geht das doch, also. Jetzt hat der andere wieder. Läuft doch. Das Überlebensinstinkt habe ich immer noch parat. Ja, ihr seht, Leute, die Bosse, die sind hier ein bisschen, dauern hier echt ein bisschen länger als in so normalen heroischen Instanzen. Und Fleischformung. Ja, kommt gleich. So, gespottet. Und ich ziehe mir Überlebensinstinkte. Setze eine Heilung auf mich. Ja, das geht doch. Setze nochmal eine Heilung auf mich. Die kam jetzt echt gut. So, dann geht das doch. Und schon wieder. Okay, schon wieder was getroppt. War doch gar nicht so schlecht, oder? So, Leute, jetzt habe ich tatsächlich hier zweimal was bekommen. Erinnerung an den Mutterbaum. Okay, Wildwuchs. Okay. Bisschen Anima und die natürliche Ordnung. Und ich habe ja da schon eins. Was, welches war das denn? Ich dachte, ich hätte da schon irgendwie eins gehabt. So ein Ding. Ja, genau das. Ich habe jetzt mal alle hier. Ne, komm, die tun wir alle da hinten rein. In den Beutel. Dann haben wir die alle da hinten parat. So. Ich verlasse die Instanzgruppe.
Und jetzt sollten wir eigentlich noch eingereiht sein für den Requiem der Opulenz. Aber wo waren wir vorhin? Wir waren dabei, dass wir die Items, die wir aus dem Briefkasten gefischt haben, wieder einstellen. Und hier, der schlägt mir dann schon eine... Na komm, 10 Gold. Der schlägt mir schon einen Preis vor. Und den nehmen wir einfach mal, oder? So, das Anima. Die Brust, genau, wir wollten ja nochmal die Brust schauen. Das ist jetzt die. Das wird die. Sieht mir fast keinen Unterschied, oder? Ja. Aber die 190er, die müssen wir natürlich behalten. So, das heißt, das sind die Ecke, das sind die Ecke. Und wir betreten mal. Leute, seid ihr genauso gespannt wie ich? Das kommt schon gut, oder? Privaten Chat schließen. Hey, bin das erste Mal hier. So, jetzt ist die Frage, wo wir hin müssen. Die gehen alle mal da Richtung oben. Schwingen, okay. Also gibt es jetzt doch, oder? Ja, ich tank da jetzt einfach mal hier ein bisschen mit wie ein großer. Der Braveheart ist ein Krieger. Das Feeling verringert auf den Tank, okay. Schröpfender Biss, genau. Blickfeld, okay. Echo soll entdeckt werden. Alles klar. Machen wir mal einen Ready-Check. Wird das nicht bereit? Aha. Wenn er schreit, hinter einer Säule stellen. Okay. Wenn er schreit, hinter einer Säule stellen. Gut. Oh, der pullt schon. Okay. Zu, hey. Der langt echt gut zu. Der haut rein, sag ich euch, Leute. Nicht von schlechten Eltern. Ich ziehe jetzt meine Fleischformung. Der Schrei geht zu meine Sichtlinie, haben wir gemacht. Oh. Der langt echt rein. Da bin ich mit meinem Equip hier irgendwie, ich weiß nicht, fehl am Platz oder. 3, 2, 1. Warte. Jetzt Überlebensinstinkte. Weil jetzt kommt richtig krasses Zeug rein, oder? Weite Sichtlinie. Erledigt.
3, 2, 1. Hütet euch. Ich bin außer Reichweite. Weite Sichtlinie. Oh, weg von dem Zeug da. Oh, weite Sichtlinie. Scheiße, wo müssen wir denn jetzt hin hier? Leute, habt ihr eine Ahnung? Ah, ja gut. Jetzt sind wir halt gefiert, oder? Ich zieh gleich Überlebensinstinkte an. Ich halte mal mit. Einer ist gestorben. Ich kann den nicht holen. Jetzt ziehen wir Berserker. Ja, ich spotte doch die ganze Zeit, Junge. Und ziehe eine Fleischformung. Ah, shit. 3, 2, 1. Hab gespottet. Leute, ihr seht's, ich habe hier alles auf Cooldown. Versuche mich hier irgendwie am Leben zu halten. Jetzt kommt sicher gleich wieder irgendwie Maides Sichtlinie. Ich bin hier wirklich am Ende gleich. Oh shit, jetzt habe ich ein Problem. 3, 2, 1. Ich hol den Heiler hoch. Was macht der denn? Der steht da mittendrin. Ich bleib auf jeden Fall hier in der grünen, im grünen Dings stehen. Und geh aus dem Zeug da raus. Alte Sichtlinie, jawohl. Das haben wir doch jetzt geübt. Hab. So, jetzt können wir hier auch wieder aus dem Vollen schöpfen, oder? Da haben wir zum Beispiel so einen Überlebensinstinkt, da haben wir... Ja, jetzt spotte ich sicher nicht. Jawohl! Nach allem, was ich euch gelehrt habe, überschätzt ihr euch noch immer, Renata. Jawohl, ja, genau. Sehr enttäuschend. So, ich habe wieder so ein Anima-Teil bekommen. Ihr habt genug gelehrt, so viele eurer Schergen zu beseitigen, Meister. Wohl wahr, ihr habt wirklich eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Ja, aber wenn ihr so ein bisschen heilen kann ich ja auch, oder? Wird euch mein Freund hier gefallen. Wer so laut hier niemand Meister stören? So, wo geht's jetzt hin? Sorgt dafür. Rücken 187, 177. In der Anstunden eine Säule laufen lassen, okay. Wie heißt der Boss? Ah, da, Schlickfaust. Auf zwei Ziele gleichzeitig, okay. Okay, immer an die Säule.
nicht an den Säulen tanken, sonst macht er sie vorher schon kaputt. 4 für den Ansturm. Okay, hab gecheckt. Hütet euch. Stampf euch zu frei. Hütet euch. Lauf, kleines Stampfen, Mädchen. Okay. Lauf. Ah, okay, jetzt stand ich halt im Dings drin. Das war nicht so schön. Leute, ihr seht da unten den Gildenchat mitlaufen, oder? Was grün ist das Gildenchat? Jetzt frage ich mich, Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Genau jetzt. Ich frage mich echt mal nicht immer, was tanken soll. Hütet euch. Hütet euch. Ich glaube, ich muss in dem Tank drin stehen, dass. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Ich glaube, ich muss in dem Tank drin stehen, dass ich das Zeug mit Schläge mit abfangen kann. Hütet euch. Na, dann droppt der andere Tank auch nicht immer so krass. 3, 2, 1. Hütet euch. Ziehen wir mal eine Fleischformung. Hütet euch. Ah, das war nicht so gut. Stein, Herthals Kopf. Hütet euch. Ich fange jetzt das Zeug einfach mit ab. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Ziehen wir mal einen Berserker an. Hütet euch. Four, three, Lauf, two, kleines Mädchen. One. Lauf. Hütet euch. Schädel stampfen. Hütet euch. So unfair. Hütet euch. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Hütet euch. Nach dem nächsten Brüllen kommt noch mal eine Fleischformung bei mir raus. Ah, Mist. Jetzt stehe ich drin. Ah, fuck, und ich hab's natürlich vermasselt. Hütet euch. Ah, ist ein Vibe. Ich hab's vermasselt, oder? Leute?
Überheilung hier bitte. Hütet euch. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Na ja, gut, das lag jetzt wohl an mir. Unter meinen Füßen. Ich glaube, ich hab's vermasselt, Leute. Schneller schaffe ich nichts. Jetzt spüre ich ihn früher. In Katze, ja. Okay, dann in Katze. Und ich muss im anderen Tank drin stehen, richtig? Ja, wäre cool. Okay. Gut. Dann haben wir es jetzt auch. Schön aufeinander stehen. Dann ist es klar. Gut. Ja, ich würde sagen, das habe ich vermasselt und jetzt geht's los. Nicht vor ihm stehen, wenn er läuft. Okay. Ja, passt. Alles klar, versuchen wir es. Der Tank steht noch da hinten. Betrachtet er mich oder schreibt er mir was? Oh, guck mal, der hat 197er, 226er Gear. Ja, okay, der hat natürlich 226. Ja, ja, der ist deutlich besser als ich. Guck mal, der hat 72.000 Leben. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt mal kurz warten, oder? Langsam versteht man die Lehrer. Ja. Ah, jetzt ist er da, jetzt ist er da. Hütet euch. Hütet euch. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Ach, wieder nicht rauszukommen. Hey Leute, wie schnell castet er denn das jetzt auf einmal? Hütet euch. Ich muss lernen.
kleines Mädchen. Lauf! Ja, jetzt war ich raus. Hab auch eine Fleischform gezogen. Ja, jetzt hab ich's. Habt ihr das gesehen, Leute? Jetzt, jetzt hab ich's erledigt. Jetzt hab ich geliefert. Haha. Cool, oder? Haha, jetzt habe ich geliefert. Hütet euch. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Hütet euch. Four, three, two, lauf. Hütet euch. Ah, ja. Gut, jetzt der andere Tank dran. Hat er auch geliefert. Können wir ein bisschen Schaden mitmachen? Hütet euch. So unfair. Hütet euch. Ich schau mal den DD hoch. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Das hat mich wieder erwischt. Ich komme da einfach nicht weg rechtzeitig. Super, ich habe den hochgeholt, der ist schon wieder down. Naja, gut. Hütet euch. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Hütet euch. Stampfen. Nicht in seiner Dings stehen. Jetzt können wir ein bisschen Schaden machen. Jetzt können wir auch eine Fleischformung ziehen. Gleich brüllt er wieder und stößt mich zur Seite, ob das noch durchgeht. Ach, knapp vorbei. So, die nächste Säule ist da hinten. Hütet euch. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Ah, gut. Dann geht er ja doch. Oh, Leute, habt ihr das gesehen? Ein Gürtel und Band der Raserei. Okay, das ist, ja, das ist jetzt nichts für meine... Und die nächste Ruhmstufe. Hey, Leute, wie das abgeht mit der Ruhmstufe. Und jetzt ziehe ich erstmal den Gürtel an. 172, ja. Wir müssen so, das Ding kommt hier hinten mit dazu. Und so ein Anima gab es auch. Das kommt weg. Noch reparabel zu sein. Seid gewarnt. Denatrios ergebenste Wachen stehen zwischen uns und unserer Beute. Oh, das ist auch schön. Guck mal hier. Links ist offen, was auch immer der damit gemeint hat. Ich sage immer, rechts ist frei, aber... Ist das jetzt der Boss, oder? Ja, scheinbar. Generäle, okay. Verteidigen den Zugang. Ja, nee, Tanks. Nicht durch fehlgeleitete Loyalität blenden. Was muss ich tun? Ravendreth vernichten. Ihr seid eine Schande für uns, Draven. Wenn ihr nicht dient, müsst ihr fallen. Steingeborene, tötet diese Thronräuber. Ich
Oh, die plumpen gleich alle, okay. Jetzt da rum und so weiter und so fort, das ist ja nicht mehr gemütlich hier. Kommt jetzt schon der Boss, oder? Da, tot, was? Okay. Das ging jetzt ziemlich schnell. Das kann doch noch nicht der Boss sein. Nee, das ist noch nicht der Boss. Doch mal den anderen Tank, ob ich beim Boss was Besonderes tun muss. Hey Leute, was ist das denn? Hey, kein Plan. Ja, super. Danke fürs. Danke fürs Gespräch. Genau, jetzt wird man resettet hier. Ja Leute, so läuft es im LFR, oder? Da macht jeder Fehler. Und wenn die Tanks halt Fehler machen, dann ist es halt direkt ein Vibe. Oh Leute. Lass den doch hier stehen. Tank den doch einfach hier. Wo will der denn damit hin, hey? Jetzt holt er doch wieder den anderen mit. Ob der es jetzt ab kann. Weil ich kann es bestimmt nicht ab. Ja, der geht. Der geht. Zieht er den denn immer davor, frage ich mich. Ah, der will die anderen halt auch noch holen. So gehen die. Fangen wir mal in die Gruppe beim Boss was beachten. Bestimmt. Okay. Super läuft das, hey. Aber ja, wir haben ja gerade schon geschaut, oder? Ja, das war der falsche. Beide gleichzeitig umhauen, okay. Jetzt immer Prio, okay.
Ich bin mit dir! Verräter müssen sterben! Muss man ihn nochmal hier tanken. In der Intermission die roten Kugeln nach hinten tragen. 3, 2, 1. Kristallern, was auch immer das ist. Heimtückische Klinge kommt gleich, was auch immer das ist. Finden wir gleich raus. Tankmäßig muss ich bis jetzt eigentlich nur ein bisschen Damage mitmachen. Jetzt kommt gleich Zermalm. Jetzt Hackenhieb. Dann nehme ich doch den hier mal. Ich versuche es zumindest. Funktioniert nicht. Nicht bei dem anderen Tank. Dann hat Damage auf den, der mehr Leben hat, wenn die gleichzeitig zu sterben müssen. Okay, jetzt ist einer schon tot, aber der andere noch nicht. Das ist, ich glaube, nicht so schön. Okay, jetzt kommt hier was Neues. Das ist jetzt der General. Ist das jetzt der nächste Boss oder? Gehen wir zumindest mal da raus. Spotten habe ich. Er hat direkt wieder abgespottet. Okay. Das heißt, die zwei Kleinen, die waren vorhin nur Makulatur. Der General ist jetzt der richtige Boss. Hütet euch. 4, 3, 2, 1. Jetzt haben wir gleich einen Ausbruch hier, was auch immer das bedeutet. 4, 3, 2, 1. Steinfaust. Ich werde den Luftraum säubern. Jetzt haben wir da wieder ein Add. 3, 2, 1. Komm, ich nehme das Add mal mit. 2, 1. Der DH nimmt. Der General hat immer noch halbes Leben, also das ist ja mal ein Dogfight jetzt hier. 4, 3, 2, 1. Jetzt ziehen wir eine Fleischformung. 4, 3, 2, 1. Wow, okay. Da kann man runterfliegen, habe ich gerade gesehen. Kann ich den irgendwie raufholen, ist die Frage. Nee. 4, 3, 2, 1. Was ziehen hier? 2, 1, 2, 1, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4,
Muss ich jetzt irgendwas machen? Der Hieb kommt jetzt auf mich. Ja, läuft doch. Zack, down. Er belebt mich direkt wieder, okay. Ja, das war's. Und schon wieder so ein Teil bekommen, Leute. Nicht nur die Steingeborenen wurden manipuliert und das ist krass, mein Freund. Ich wage zu behaupten, auch die Richterin. Und das scheint jetzt hier. Danke euch. Das war's. Und wieder so ein Teil bekommen. Krass. So, jetzt sind wir hier nochmal in der Warteschlange. Und schauen mal, was da abgeht. Leute, ich schalte euch dazu, wenn es die Einladung gibt. Leute, ihr seid wieder dabei. Wir haben die Einladung bekommen. Ich habe in der Zwischenzeit auch mal abgebrochen, weil da war der Beutel drin. Jetzt nehmen wir den Beutel einfach mit, oder? Ihr wisst ja, wie es läuft, wenn hier die Tasche der Kooperation drin ist. Da habe ich gesehen, bei HC-Instanzen war jetzt aktuell, waren da so immer so 900, 950, 970 Gold drin und 1 bis 3 von den Verstärkungsrunen. Jetzt sind wir gespannt, was da passiert. Los geht's. Okay, da geht's rein. Wo müssen wir jetzt hin, ist die Frage. Hey, ich bin das erste Mal hier. Und dankbar über Tipps. Mit jedem Moment wächst die Macht des Kerkermeisters. Der Animastrom in den Schlund muss versiegen. Seid auf der Hut, Sterbliche. Denatrius ist hier im Vorteil. Wenn wir überhaupt eine Chance gegen Denatrius haben wollen, müssen wir ihm seinen wertvollsten Besitz rauben. Ich weiß, wo wir ihn finden. Da rühren Pause, okay. Okay, da hat einer alles gepult, wie sich das gehört. Dann halt auch um die Ecke kommen, oder? Leute, ich sag's euch, hätten wir das DBM nicht geladen, das wäre ein ganz großer Reinfall gewesen. Jetzt mal voll heilen die Gruppe. Boah, Junge, der pullt schon wieder die halbe Instanz hier. Jetzt die Scharfschütze mal so ein bisschen hier.
Tank schaut die ganze, hat die ganze Zeit, jetzt hat er sie auch, hat die ganze Zeit einen toten Mob im Ziel gehabt, habe ich gesehen. So, wohin, was tun? Da lang oder? Ist das schon der Boss? Nein. Relativ schnell die Mobs hier gerade momentan, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das Gefühl, hier ist dann ein. Ne, ist noch kein Bossraum. Kicken. Ich bin der Einzige, der das macht. Wie es halt immer so ist. So, aber wo ist jetzt der Boss? Gute Frage, nächste Frage. Ja, ich halte mich da einfach mal ein bisschen zurück jetzt und lasse den anderen Paler mal tanken. Den nehme ich jetzt kurz hier an. Da sind ein paar Schurken dabei, okay, wusste ich nicht. Da kommt schon der nächste, okay. Ah, die einen greifen da hinten an, die anderen hier vorne. Zwei Frontenkampf ist immer nicht so gut. Aber ich sag mal, im LFR wird das schon gut gehen. LFR ist so quasi für die Einsteiger, das so Casual-Spieler wie ich und du. Dass wir auch mal ein bisschen raiden können. Ohne dass wir da jetzt uns groß verbiegen müssten oder uns irgendwie dreimal die Woche am Abend Zeit nehmen müssten. Unser Volk hungert vor den Schlossmauern und diese Loyalisten frönen ihrer Gier. Während sie tanzen und sich laben, droht die Armee des Kriegermeisters, die Schattenlande zu vernichten. Narren, sie haben es nicht besser verdient. Ich frage mich echt, zu welchem Boss wir da jetzt gehen, aber... Zieren diese Hallen. Zu wertvoll für diese Adligen. Lasst sie uns befreien. Wie heißt der Boss, der kommt? Kann mir vielleicht jemand beantworten, vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es auch nur Bratwurst. Brat. Yeah.
Schädel. Okay. Gucken wir mal im Abenteuerführer. Schloss Nataria. Kell. Rat. Mit diesem Spiegel könnt ihr euch leichter durch das Schloss bewegen, Sterbliche. Kell sehe ich da gar nicht. Was muss ja jetzt der Konstruktor sein? Oder der Rat? Ja, Leute, bin ein bisschen ratlos. Hä? Wo gehen die jetzt alle hin? Rauf oder runter ist die Frage. Manche gehen rauf, manche runter. Rauf, okay. Da sind wir richtig da oben. Und jetzt kommt Rettung des Sonnenkönigs, okay. Den habe ich ja jetzt da gar nicht gesehen im Abenteuerführer. Ja, schauen wir mal, wird schon schief gehen, sage ich. Wird schon schief gehen. Ich guck trotzdem mal. Das Schattentor. Ernährt ihre dunkelsten Instinkte. Und richtet sie als Waffen gegen seine Feinde. Sobald ich diese Überreste sprenge, werdet ihr als Erste brennen. Zorn ist eure größte Sünde, Sonnenwanderer. Sie wird uns gute Dienste leisten. Also Sonnenkönig. Sein Stolz und seine Arroganz sind legendär. Kommt, berauben wir den Atreus seiner Trophäe. Ist das jetzt schon der Sonnenkönig, oder? Ja, da hinten, das ist der Kel'thas, der Sonnenwanderer, den kennen wir doch aus... Wo war das? Aus den... Von den Blutelfen, oder? War das nicht da irgendwie, Kel'thas? In so einer kleinen Instanz? Spenden, nicht vergessen zwischendurch. Naja, spende doch selber. Ich zieh mal noch eine Fleischformung an. Ich denke mal so ein bisschen, ziehen wir so ein bisschen Aufmerksamkeit hier auf mich. Und da hat jetzt halt niemand gekickt. Ja, ich glaube, das war nur Trash irgendwie. Okay, die gehen alle an so eine Säule ran und machen. Soll ich da auch mitmachen? Aber wir heilen den damit, okay. Lass das nicht zu. Was? Welchen ich abspotten muss jetzt da? Welchen Boss oder? Ja.
Themen von Keltas. Das ist vermutlich einfach. Kann man das kriegen? Nein. Jetzt spotten wir mal. Lass das nicht zu. Ziehen wir mal eine Fleischformung an hier. Komm, ich mach hier mal mit. Der ist schon halb voll, okay. Noch eine Unterbrechung durch die Schlosswache. Beseitigt sie. Weitere Wachen sind auf dem Weg. Ich hab doch gespottet gerade. Ja. Irgendwie müssen wir hier immer hin und her und die Eds töten, die da kommen. Dann kommt irgendwann mal der Schemen, den muss man auch töten. Und dazwischendurch muss man immer da an das Gerät gehen, um den zu heilen. So sehe ich das jetzt, aber ob das richtig ist, habe ich auch keine Ahnung. Weitere Wachen sind auf dem Weg. Genau, jetzt kannst du wieder. Nee, doch, jetzt kannst du wieder ans Gerät gehen. Und ich glaube, wenn der voll ist, dann ist vorbei. Weitere Wachen sind auf dem Weg. Okay, jetzt geht es nicht mehr. Gewährt ihnen einen schnellen Tod. Das ist super. So, ich sammle hier mal so ein bisschen ein nebenbei. Und spotten. Hab ich gemacht. Jetzt ist das Schema, der Schemen wieder da, oder? Genau, er hier. Und jetzt ein Ziel habt, ihr seht das da oben schön. So, der bekämpft. Komm, komm, komm. Ich warte auf die Fleischformung. Ach, das war... Okay, das war's schon. Ja, wieder so ein bisschen Anima. Super. Keltas Sonnenwanderer. Euch trifft keine Schuld für das Grafentyrannei. Aber für eure Taten. Kommt mit mir und ich helfe euch, sie zu sühnen. Ich bin es leid, dass andere mich aus. So, jetzt geht's hier weiter, oder? Eure Hilfe wieder nach unten. Mir meine Rache bringen. Okay. Ach, ihr habt so viel zu lernen. Nehmt diese Seele und helft ihm. Danke, zu spät gesehen. Aber er hat mir noch geschrieben. Bin ich sehr dankbar für. Danke für den Tipp, hä? Oh. Oh, vielen Dank. Da hat mir gerade jemand einen Teil zugesteckt hier. Habt ihr das gesehen? Einfach so? Eine 187er Hand. 173 Gegenstandsstufe. Einmal eine gestiegen. Das ist ja krass. Okay, ich schaue im Guide. Konstrukteur. Schnell positionieren mit den Dimensionsrissen, okay. Glyphe der Zerstörung von mir aus ausweichen. Lasst mich da nochmal kurz nachlesen.
So, ich glaube, jetzt wissen wir, wo es lang geht. Einfach den Arkanschaden meiden. Und mit dem Portal können wir schnell eine neue Position einnehmen. So, dann machen wir noch so ein paar Trash-Mobs hier. Aber wie prüfe ich ihre Echtheit? Jetzt war ich mal mutig, hat man den ersten Schlag gesetzt beim Pull. Kann man noch kicken alles, nur es kickt niemand. Habt ihr das gesehen? Da kickt niemand außer mir. Aber ist wahrscheinlich auch im LFR nicht zwingend. Jetzt könnte... Okay, jetzt hat mal jemand gekickt. Sehr gut. Nach, ob es beim Boss was zu beachten gibt hier. Das ist der Konstrukteur, richtig. Sie sind ein gieriges Pack. Sorgt dafür, dass sie diese Waffen nicht bekommen. Er schreibt mir wahrscheinlich gerade, oder? Wo ist er denn, der Dröhn Paulus? Hinten. Leute, wir müssen auch mal zum Friseur hier mit unserem Charakter, oder? Guck mal, dass der immer ein bisschen anders aussieht. Der gefällt mir nicht mehr. Okay, danke. Also, jemand bekommt... Entschuldigung. Der Tank, der kriegt eine Bombe ab. Und dann muss der andere Tank spotten und der mit der Bombe muss so weit weglaufen, wie es nur geht. Und in Phase 3 muss man gegen den Strom laufen. Okay, sollte klappen. Immer wichtig, Spott, wenn Bombe und dann Bombentank weg. Okay. Spott, wenn Bombe und dann Bombentank weg. Gemein. Ich hatte schon gehofft, ich kann diese Relikte mal am lebenden Objekt testen. Zwar gibt's die Bombe. Jetzt gibt's einen Riss. Ist die Riss der Bombe? Nein. Die Riss ist nicht die Bombe. Rissschlag. Warum nehme ich denn hier Schaden? Ja, da war die Bombe. Der haut jetzt ab, oder? Dann tanken wir hier mal ein bisschen. Dimensionsriss, okay. Dann kommt die nächste Bombe. Rissschlag ausweichen, okay, der geht ja nicht in mich. Der hat schon wieder gespottet, okay. Der hat gesagt, ich soll abspotten, habe ich natürlich gemacht. Oh, jetzt kriege ich hier. Wow, wow, wow. Okay. Da fresse ich doch einiges an Schaden hier. Zerstörung ist unausweichlich. Werft ihr
gemeinsam. Hütet euch. 1-0. Aber wahrscheinlich tötet es eher. Okay, jetzt habt ihr es gesehen, jetzt hatte ich die Bombe. Ich bin weggerannt wie ein Blöder. Und hab die dann da hinten abgelegt. Das kommt noch ganz oft vor in WoW, dass du irgendwas bekommst und irgendwo ablegen musst. Dann können wir mal eine Fleischformung ziehen. Ist das die Glyphe der Zerstörung, die Bombe? Frage ich mich gerade. Ja, das ist die Glyphe der Zerstörung. Oh, der hat aber auch viel Leben, der Boss, oder? Ich ziehe hier mal eine Baumrinde. Heiler entlasten. Aufgepasst. Glyphe der Zerstörung. Ich gehe mal in Katze und zurück in Bär. 2, 1, Bombe. Und ran da. Man kommt hier nicht zu Glyphe, jetzt gleich. Da ist sie. Gesundheitsstein gezogen. Der Tank ist down. Shit. Holt denn niemand hoch? Umgekippt. Jetzt ist die Frage, wann kommt Phase 3? Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Boah, ich komme nicht weg da. Seht ihr das? Ich zieh was. Tot, okay. Ich bin nicht weggekommen da. Ich bin nicht weggekommen. Okay. Hütet euch. So holt mich jetzt jemand hoch, oder? Sie was? Musst du mir nicht abspotten hier. Komm nicht weg da! Das geht nicht! Hä? Mach ich was falsch oder wie? Das kann ja nicht sein. Komisches Ding, aber gut. Dann ist es jetzt vielleicht ein Vibe, vielleicht holt mich noch einer. Ich frage mich echt, wie ich da wohin laufen soll. Ah, jetzt die Bombe. Ja, die machen das. Daumen drücken, die machen das. Lauf, kleines Mädchen. Okay, guck, jetzt laufen die alle. Und hier, der kommt auch nicht weg, der Kollege da. Der Schattenklinge. Ja, ich sag ja, das. Da muss es einen Trick geben. Hütet euch. Ja, der kommt, der geht. Der geht noch. Ja, der ist tot. Dieser Austausch ist nicht länger von Wert. Betrachtet unser Geschäft als abgeschlossen. Vorerst. Gier. Sie ist wahrlich die übelste aller Sünden. So, hebt ihr uns auf. Sehr schön, danke schön. Boah.
Oh, wieder so ein Ruhmstufe-Teil. So, ich habe mal gefragt, ob es da einen Trick gibt beim Laufen, aber... Fragen wir nochmal hier in die... Bin da nicht weggekommen. Kommt, Sterbliche. Es ist Zeit, Revendreth von einer anmaßenden Gruppe Adliger zu befreien, die zwischen uns und Denatrius stehen. Portale in die Mitte, da kann man sich nach außen teleportieren. Das ist natürlich auch eine Option. Okay. Und als Tank? Raw. Ich danke euch für euer Kommen. Ohne euch wäre der Ball nur halb so prächtig. Ist doch selbstverständlich, Schätzchen. Solange der Ball fließt, habt ihr meine Aufmerksamkeit. Solche Zeitverschwendung. Ein gutes Schlachtfeld wäre mir lieber. Seid kein Spielverderber. Wenn ihr schön arbeitet, hier entlang ist doch später zu einem Kellner aufgemacht. Ja, so richtig weiterhelfen konnte mir keiner. Nee, das Gelbe, nicht das Grüne. Okay, Gebrüll. Aber unterschätzt ihn nicht. Seine Macht ist beachtlich. Das Gebrüll ist es dann vermutlich nicht der Tigerspott. Erfolglos. So Leute, kommen jetzt pullt mal hier was. Das ist jetzt der Rat des Blutes, okay. Gucken wir da schon mal. Ausweichender Sprung, Schaden, okay. Poste, okay. Beeindruckender Gegenangriff, okay. Position für den Totentanz. Okay. Ja, müssen wir mal den anderen Tank fahren. Dem Boss was beachten. Viel. Oh, okay. Sagt DBM das an. Gegenseitig abspotten, DBM, okay. Gegenseitig abspotten, okay. Und zwar Stavos und Niklaus. Kommt die Tanzphase bei 50%?
Da muss zum gelben Strahl im Raum. Okay. Ist jemand Fleischformung? Ziehen. Nee, ich wollte keine Aggro ziehen, Leute. Vor zurücklaufen. Alles klar. Okay, ich nehme Totenkopf. In den Lichtkegel bin Phasenwechsel, jawohl. Okay, abspotten. Niklaus Stavos, wer ist denn Stavos? Oh, das ist der Denken. Steht nicht auf der Gästeliste. Gute Tag. Ich habe dreimal das, den Schattenschaden drauf, okay. Aufstellung zum Totentanz. Schlenker nach rechts. Tänzelt vorwärts. Was ist das denn, Leute? Seht ihr das? Was ist das denn? Das ist der Tanz oder was? Schluss mit dem Unsinn! Ihr habt diese Zusammenkunft lange genug verschandelt! Ah, okay. Hütet euch! Wann ist jetzt das Abspotten angesagt? Ah, okay, ich habe noch zwei. Beim dritten dann vermutlich. Hütet euch. Okay, ich habe drei. Ich glaube, jetzt ist jetzt Abspotten angesagt. Nee. Jetzt den richtigen? Ich hoffe. Hütet euch. Ah, ich vermute nicht. Hütet euch. Hütet euch.
Hütet euch. Alle auf die Tanzfläche. Hütet euch. Hä? Was jetzt? Oh, 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 das klingt nicht gut. Hütet euch. Hütet euch. Hä, wo ist denn der Dritte jetzt hin? Hütet euch. Es ist Zeit für den Totentanz. Alle auf ihre Position, okay. Schlecker nach rechts. Ah, okay, so rum ist es dann. Tänzelt nach unten. Gleitet nach links. Das ist echt ein bisschen anstrengend hier. Nach rechts. Eure Schritte waren eine Augenweide. Zu dumm, dass ihr jetzt sterben müsst. Hütet euch. Ich bin außer Reichweite. Ich muss nicht. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Das ist zu weit entfernt. Hütet euch. Hütet euch. Hier noch die Baronin, müssen wir die jetzt auch? Ah, okay, der ist gerade krepiert, der Tank. Ob das ein Bock von mir war, weiß ich nicht. Jetzt müssen wir mal eine Fleischformung ziehen, wenn schon so eine Elite neben mir liegt. Wieder zum Tanz, okay. Ah, jetzt gibt sie die Ansage durch. Gleitet nach links. Rechts, links, vor, zurück oder so. Tänzelt vorwärts. Und zurück. Schlecker nach Ach, doch rechts. Genug. Eure ungelenken Zuckungen machen mich krank. Eure ungelenken Zuckungen, selber Zuckungen. Macht die mir überhaupt Schaden oder werde ich gerade so gut geheilt? Das ist mein Überlebensinstinkt. Halbwegs okay, oder? Einige meiner Leute gefallen sind. Ah ne, ja, jetzt schon. So, Leute. Jetzt schauen wir mal in den Beutel rein. Was gab's denn im Beutel jetzt? Ja, 900 Gold und dreimal die Rune. Die Rune packen wir gleich da hinten rein. So.
Und jetzt seht ihr, ich habe hier so einen kleinen Gnom neben mir oder Gollum oder was das ist. Der sucht mir so ein paar Schätze, wenn er denn sucht oder findet. Hier sucht oder findet er nichts. Nein, da ist nichts. Und das Zeug, das kann ich für die Fabrik brauchen, für die Monstrositätenfabrik. Die habe ich mir im Pakt Sanctum erstmal besorgt. Da ist es. Da gibt es meistens halt nur so Schund, so Plunder. Das braucht niemand. Jetzt gibt es Feedback vom Parler. War halbwegs okay, jupp. Super, danke. Danke für deine Hilfe. No problem. Jetzt gucken wir mal, ob er hier vielleicht noch was findet. Für HC schau dir noch mal Guide an. Ja, nee, ich habe nicht vor, das irgendwie auf HC zu machen. Vielleicht raiden wir mal normal mit, aber ich glaube HC, das muss jetzt nicht sein. Das artet dann den Stress aus und ihr wisst ja, dass ich es lieber gern gemütlich nehme. Ah, der findet nichts. Okay, dann gehen wir mal rein in den Sitz des Primus. Ich glaube, ich habe da eine Quest zum Abgeben. Dann geben wir die ja gleich mal ab. Genau, und die Anima-Sammelquest, die haben wir jetzt auch fertig gemacht. Ich halte alles in gepflegtem Zustand. Einzahlen. Ja. Alles will verdient sein. Nochmal eine Umstufe, sind wir schon 25, okay. Vorhin waren wir 21, jetzt sind wir 25, das läuft langsam. Für die Ehre des Klingenschwurs. Im Namen Haus der Ritual, okay, das heißt, da gibt es wahrscheinlich eine neue Quest. Jetzt führe ich euch hier einfach mal ein bisschen rum. Und zwar haben wir hier den Missionstisch. Ja, schauen wir mal. Ja, haben wir das bestanden, das Abenteuer. Noch ein bisschen Anima bekommen. Ein paar Level up. Dann, was nehmen wir jetzt? Versuchen wir das? Ich weiß es nicht. Feuer der Herrschaft. Ich habe doch irgendeiner so ein Tank. Der ist ein Tank, genau. Das heißt, du gehst mal als Tank voraus. Dann haben wir da einen Jäger. Ein Mage. 5100 Leben hat er. Oh. Trupps, okay. Wie viel Leben hast du? 450? 640? Das ist klar, 640, so. Das machen wir doch jetzt mal. 4 Stunden. Gut, das war der Befehlstisch. Oh, wir müssen reparieren. Seht ihr das, die Rüstung? Und das ist das Teil, wo wir jetzt hier die... Okay, wir haben nichts, was wir da... Das sind so die Affixe. Oh, und jetzt haben wir hier auch eine Emmy. Das ist die Frage, ob ich jetzt den... Ja, das machen wir mal noch nicht. Sagen wir mal Berufsstufe, weil ich bin mit meiner jetzigen Spezialisierung eigentlich sehr zufrieden. Komm, da reparieren wir hier gleich mal bei dir. Seid ihr neu hier? So ein unfreundliches Pack, seid ihr neu hier? Ja, komm, das... Ihr habt gleich schon mal hier. Fleisch auf den Knochen, hm? Das können wir gleich mal alles verkaufen. Es gibt hier noch eine Quest, die wir annehmen können. Melde mich zum Dienst. Okay, das ist irgendwas mit PvP.
Und dann haben wir da hinten vermutlich noch so eine Quest, wo wir drei Weltquests erledigen müssen. Schauen wir mal. Und was habt ihr so gemacht? Verteidigt Graventreth, genau, da gibt es wieder so ein Tribut und so ein Ruhmteil. Durch Siege erhält man Ansehen. So Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Einschalten, ich bin gespannt auf euer Feedback. Wenn ihr mal was Bestimmtes sehen wollt oder einfach mal mitlaufen wollt, mitspielen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare rein. Und wenn ihr mir ein Abo dalasst, ihr wisst Bescheid, dann verpasst ihr keins der Videos mehr. Gemütliche Grüße vom Spielhorst. Macht's gut.